Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Links direkt in Trello als Karte schnell und effektiv für später oder generell in Trello einfügst. Wie du hier siehst, befinden wir uns in unserem Beispielsboard in Trello. Wie du Boards, Arbeitsbereiche, einen Account, Listen und Karten erstellst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Links einfügen in Trello eigentlich bedeutet. In vielen Projekten kann es vorkommen, dass man einen größeren Rechercheaufwand betreiben muss. Hierzu zählt beispielsweise diverse Artikel durchforsten, verschiedene Quellen einfügen oder auch Mitbewerber analysieren. Es kann auch vorkommen, dass man einen interessanten oder wissenswerten Artikel einfach für später abspeichern möchte. Um dies zu tun, muss man jetzt nicht hergehen und eine Karte erstellen, den Link dann in diese Karte auf Speichern drücken und die Karte dann irgendwo ablegen, sondern kann einen schnelleren und effektiveren Weg einschlagen. Gut, wie machst du das nun? Ich habe hier für Beispielszwecke 5 interessante Fakten über YouTube und möchte mir diesen Artikel für später speichern. Um dies nun zu tun, gehe ich hier oben in die URL, markiere mir das Ganze, halte die linke Maustaste gedrückt und gehe in das Trello Board und ziehe das hier auf eine neue Karte hinzufügen. Nun warte ich einen Augenblick und habe nun hier diesen Artikel direkt verlinkt. Wir sehen hier nun schon, dass auch das Beitragsbild dieses Artikels eingefügt worden ist und der Titel, die Beschreibung und auch der Autor. Möchte man nun hier auf diesen Artikel gehen, so muss man lediglich darauf drücken und der Artikel öffnet sich im neuen Tab. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Trello-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Trello-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Trello. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Trello-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.